Das zweite Gesetz von Newton wird auch das Grundgesetz der Dynamik genannt. Die Gewichtskraft von dieser Masse zieht durch diese feste Rolle an dieses Wägelchen. Jetzt lasse ich das Wägelchen los und diese Gewichtskraft wird ständig auf dieses Wägelchen als konstante Ziehkraft. Wir konnten beobachten, das Wägelchen setzt sich somit in Bewegung und wird immer schneller. Nochmal, ich lasse los. Durch diese konstante Kraft begibt dieses Wägelchen sich in GGBB, in einer geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Im Physiklabor werden wir dazu Messungen vornehmen. Hier eine grafische Darstellung von diesem Experiment. Das Grundgesetz der Dynamik besagt also, wirkt eine konstante Kraft F ständig auf einen Körper, so versetzt sie diesen in GGBB, geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung, und zwar so, dass die Kraft F gleich ist zu Masse mal Beschleunigung.